Einen wunderschönen und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder zu EA Sports UFC 2. Und ja, CM Punk ist endlich in den Top 10 angelangt. Und ja, ihr seht es da jetzt auch auf Platz 7. Und es geht jetzt gegen Martin Kampmann, der ja inzwischen auf Platz 9 sogar abgerutscht ist. Und wir haben uns gut gepusht im Training. In letzter Zeit kommt leider immer wieder im Training die Meldung, dass wir zu sehr in der Nacht, ja, unser UFC-Game gepusht haben und UFC gespielt haben auf der Konsole. Und ja, deswegen muss jetzt immer eine Trainingseinheit ausfallen, was echt mies ist. Dadurch können wir uns nicht halt so krass weiterentwickeln, wie wir es wollen. CM Punk, der alte Zocker, ey. Das ist echt verrissbar. Ja, wir sind bei UFC 240, Sterling gegen Miss Gaki. Und ja, wir sind weiter in der Maincard und wir sind quasi der Co-Main-Event. Ist das verrissbar, Alter? Und das gönnen wir uns jetzt, würde ich sagen, meine lieben Freunde. Wie wir es uns gönnen. Gegen Martin Kampmann. Und ja, ich würde sagen, ab geht der Peter. Ich weiß nicht, was nach dem Kampf hier kommt und wie lange wir noch brauchen, um dann Number One Contender zu werden auf den UFC Welterweight-Titel. Aber ey, wir werden so durchziehen. Wenn wir uns erinnern, ich war kurz vorm Quitten in der Karriere von CM Punk und jetzt sind wir hier. Coming up next, it's a Welterweight Matchup between CM Punk and Danish Kickboxer Martin Kampmann. Ja, da sind wir. Der Co-Main Event of the Evening. Let's get ready to rumble. Martin, the Hitman Kampmann. Very focused. Aus Aarhus. Wie gesagt, wir haben schon einmal gegen ihn gekämpft. Ich kann mich leider jetzt spontan nicht mehr dran erinnern. Haben wir ihn besiegt? Haben wir verloren? Das ist vielleicht besser, wenn wir nicht dran denken. Freestyle-Kämpfer, Profi seit 2003, 25 Kämpfe gewonnen. Aber davon mal ab, ohne Scheiß, denn das haben wir auch gelernt jetzt in den letzten Kämpfen, halt eben, wo es teilweise hoch und runter ging. Wir dürfen nicht zurückgucken und wir sollten nicht zu weit vorgucken. Wir konzentrieren uns einfach auf diesen Kampf. Es ist scheißegal, ob wir gegen ihn verloren oder gewonnen haben. Es geht darum, dass wir jetzt auf jeden Fall gewinnen wollen. Und wir wollen unbedingt Number One Contender werden auf den Titel von Benson Henderson, ey. Und wie gesagt, ich bin so aufgeregt, ey. Ich bin so aufgeregt. Aber wir haben Robbie Lawler besiegt und deswegen, wir können alles schaffen, wenn wir uns nur ausreichend konzentrieren, meine lieben Freunde. Überragend im Ring. 4 Kämpfe in Folge durch K.O. gewonnen. Insgesamt 20 Kämpfe in der Karriere gewonnen. Das ist unser 27. Kampf, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Und wir geben uns das Tail of the Tape, gucken uns mal alles an nochmal und ja, geben dann ab zu Bruce Buffer. So, wir sind immer noch 44 und ja, haben ein bisschen Reichweitenvorteile, sind ein bisschen größer als Kampmann, aber naja, egal. Es ist wirklich egal. This man is a Muay Thai kickboxer and jiu-jitsu fighter, holding a professional record of 25 wins, 11 losses. He stands 6 feet tall, weighing in at 170 pounds. Fighting out of Las Vegas, Nevada, USA, Martin Hitman! Oh yeah. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a wrestler holding a professional record of 20 wins, 6 losses. He stands 62 inches tall, weighing in at 170 pounds. Fighting out of Chicago, Illinois, CM. Oh yeah, hey, Top 10 Fights, ey, es ist so fast, aber wirklich, ich find's so krass. Stell dir vor, CM Punk wird sich in echt auch so pushen. Ich würde mehr als nur meinen Hut verneigen, ehrlich. Ab geht's. Und hier wollen wir Code of Honor erstmal und dann ab geht's. Wir haben unter anderem unsere im Training, ja, unsere Schlagkraft mit den Fäusten. Okay, nicht übertrieben. Okay, ganz cool. Oh, schön. Okay, ich darf nicht zu sehr aufmachen. Oh ja, jetzt geben wir ihm gut. Sehr, sehr nice, sehr nice.
Okay, komm, komm. Nein. Okay, jetzt. Oh, shit. Okay. Oh, da hätten wir ihn fast gehabt in einer ganz tödlichen Posi. Oh, ganz cool. Schön konzentrieren. Keine Fehler machen hier. Oh, wir setzen gerade gute Punktschläge hier. Okay, ganz cool. Ganz cool. Okay, ganz... Oh, aufpassen hier, aufpassen. Ich bin so angespannt, ne? Wir haben Kampfmann schon gut zugesetzt, so muss man mal sagen. Schön aufpassen. Okay, jetzt... Oh, wollte ich zu sehr in den Clinch gehen, zu offen. Oh ja. Oh, was für ein Schlagabtausch hier. Was ein Fight, Alter. So geil. Es macht so Bock. Oh, Leute. Nein. Was ein Takedown. Oh mein Gott. Okay, aufstehen. Raus. Ganz, ganz heftiger Takedown. Oh, da wollte er wieder in den Takedown gehen, Kampmann. Scheiß das drauf, jetzt keinen Fehler machen. Gehen wir lieber an Runde 2. Schöne Schläge hier, schöne. Okay. Wir gehen in Runde 2, aber guck dir Kampmann an, Alter, wie seine Fresse aussieht. Alter, wir haben richtig gut gegeben. Guck ihn dir an. Alter, yo, Baby. Also wir haben auf jeden Fall den Schaden gemacht, auch wenn jetzt hier die Replays von ihm kommen. Er hat uns natürlich auch mit guten Kicks hier, vor allem in die Rippen halt, schon auch ein bisschen mitgegeben, so. Oh, da auch gut ans Kinn gegeben. Aber wir haben ihm auch ein paar Dinger gesessen, gegeben, also... Ja, die Replays könnten auch von uns mal jetzt hier kommen, aber ist okay. Solange die Sieger, Replays von uns nachher kommen, ist alles gut, ey. Da bin ich happy dann. Oh yeah. Also, Runde 2, meine lieben Freunde. Oh, sehr nice. Okay, aufpassen. Oh. Aufstehen. Raus hier. Alter. Okay, wir müssen auf die Kicks immer noch übelst aufpassen von Kampmann. Komm, ich will in den Clinch. Okay, aufpassen. Nee, ich... Oh Gott, ey. Ich muss aufpassen. Ich bin... Oh. Juhu. Oh, shit. Jetzt sind wir ein bisschen angedizzelt. Kampmann, ey, er übertreibt richtig. Wir müssen einfach weiter unsere schönen Schläge hier setzen. Nein. Was ein Takedown. Ey, ist das Fastball jetzt? Komm, aufstehen. Wir wollen raus hier. Ausdauer ein bisschen tanken. Alter, was ein Superkick, Baby. Oh shit, okay, jetzt mach ich. Okay, konzentrieren. Konzentrationes. Schön aufpassen. Under 2 minutes now. Unsere Conny, Alter, nicht gut. Oh. Nein.
Oh man, fuck it. Komm, Backside, Backside. Bitte, bitte, bitte. Ja. Okay, das war dein Todesurteil, Baby. Tut mir leid, Kampfmann. Auch wenn wir keine Ausdauer mehr haben, ich geb dir sowas von. Und wie du blutest. Und wie du blutest, und sowas von, fick dich. Oh, das ist unsere Pussy, Alter. Backside. Oh, wie wir es irgendwie gemacht haben. Alter, war das ein Kampf, Mann? Oh. Ich würde sagen, wir haben uns beide gut gegeben. Oh, hier sehen wir uns nochmal. Oh, thank Dana White. Was ein Kampf, Alter. Sehr, sehr geil. Und oh, ich bin so gespannt, wo wir jetzt kommen auf den Plätzen in die Top 10. Wir werden wahrscheinlich jetzt nicht den härtesten Sprung mehr machen. So vielleicht von 7 auf 6 oder so. 7 auf 5 mal gucken. Aber auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass wir den Kampf hier gewonnen haben. Und ja, wir sehen auf jeden Fall auch gut lediert aus. Aber Alter, gib dir mal Kampf an, Mann. Das sieht nicht ganz so lecker aus. Pong, Baby! Oh yeah! Ah, sehr nice. Herrlich. Herrlich. Sehr gut. Sehr, sehr gut, meine Freunde. Ganz, ganz wichtiges Ding. Also 21 Siege, 6 Niederlagen. Das sieht dann doch wieder so langsam, ja, okay aus. Und der Co-Main Event wurde gewonnen durch uns. Das ist auch wieder eine ganz wichtige Nummer hier auf jeden Fall. Und ja, wir gucken mal. Was hat uns das Ganze gebracht hier? Was gibt's an Fanboost? Alter, wir gehen Richtung 500.000. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ich bin so ultra gespannt, ey. Na? Was gibt's jetzt? Was gibt's jetzt? Okay. Also wir sind auf Platz 5. Wir sehen jetzt schon an der rechten Seite alles. Wir sind auf Platz 5 aufgestiegen. Von 7 auf 5. Sehr, sehr geil. Und ja, wir haben da ziemlich krasse Gegner vor uns jetzt dann. Neil Magny inzwischen Nummer 1 Top-Herausforderer, gegen den wir, ja, verloren haben. Ach Gott, da würde ich gar nicht mehr dran denken. Wenn ich nicht wusste, wie ich blocke nach der Langpause. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh shit. Wir können bei UFC 245 gegen Neil Magny antreten, gegen die Nummer 2. Oder wir können bei UFC 246 gegen Jake Allenberger antreten, der uns, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, im Cross-Armbreaker ja, zum Tappen gebracht hat. Und ich sag's ganz ehrlich, ich will diese mehr als unglückliche Niederlage vergessen machen gegen Neil Magny. Und ja, wir wollen nach oben. Wir müssen nach oben. Und das ist der wichtigste Kampf unseres Lebens, Alter. Neil Magny, ich komme, Baby. Wie ich kommen werde. Und ja, ich werde mich natürlich im Training wieder perfekt vorbereiten. Ich hoffe nicht, dass es jetzt wieder so eine Meldung gibt, aller hier, du hast so viel UFC 2 in der Nacht gezockt. So, weil dann, das wäre gar nicht gut. Ich brauche jetzt echt, ich brauche so viel Boost wie nur möglich aus dem Training. Und ja, auch euren Spirit, eine Genki-Dama für mich, ey, für CM Punk, damit wir ja nach vorne kommen. Hier sehen wir auch, by the way, ja, Neil Magny jetzt inzwischen sogar wieder auf 2 gefallen. Okay, na gut. Also, ich würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder dabei seid. Gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da und schaut doch mal auf Twitch vorbei. Links zu allem auf Facebook, Twitter etc. pp. Findet ihr in der Beschreibung. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen und wünsche euch bis dahin auf jeden Fall eine geile Zeit. Vielen, vielen Dank. Haut rein.